Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 6. Plenarsitzung des Hessischen Landtages heute, Mittwoch, den 27. Februar, stelle die Beschlussfähigkeit fest und stelle zur Tagesordnung fest, dass die Punkte 1 bis 5, 8 und 9, 14, 16, 21, 29 und 36 bis 39 erledigt sind. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr, zwar bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Top 28 gleich. Das ist der Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Dann folgt der Top 23. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Top 27. Entschuldigt fehlt heute der Abg. Dr. Dr. Rainer Rahn. Er ist erkrankt. Wir übermitteln ihm unsere besten Genesungswünsche. Und Geburtstag hat heute der Kollege Geburtstag. Und die Geschenkeregelung gilt natürlich sofort. Geburtstag hat heute der Abg. Stefan Müller-Heidenroth. 1977 hatte er das Licht der Welt erblickt. Das ist also einer der Jungen unter uns. Ich spreche Ihnen. Was gibt es denn da zu lachen? Also, ich bin ja nur 5 Jahre entfernt von ihm, deswegen habe ich mir das doch erlaubt anzumerken. Ich spreche ihm im Namen des gesamten Hauses die herzlichsten Glückwünsche aus. Und es gibt keine Blumen für den Kollegen Müller-Heidenroth, sondern einen guten Tropf hessischen Weines. Ich möchte Ihnen, weil ich bemerkt habe, dass es gestern ein bisschen Verwunderung gab, als der Innenminister lediglich 2 Minuten die Redezeit überzog und dann es doch zu einer ziemlichen Ausweitung der Redezeiten der Oppositionsfraktionen kam, möchte ich Ihnen gerne die neue Regelung der Geschäftsordnung doch noch einmal zur Kenntnis geben. Möglicherweise hat es ja auch disziplinierende Funktion. Denn hier heißt es in § 73, die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten sollen sich an die nach § 72 Absatz 1 für die Fraktionen geltenden Redezeiten halten. Überschreiten die Mitglieder der Landesregierung oder ihre Beauftragten unter Hinweis auf ihr jederzeitiges Rederecht die Redezeit, verlängert sich die Redezeit für die Fraktionen, die nicht an der Regierung beteiligt sind. Das sind die Oppositionsfraktionen. Also es steht in Klammern hier in der Geschäftsordnung, deswegen erwähne ich es, anteilig um die Dauer der Überschreitung, und jetzt kommt es, jedoch mindestens um 5 Minuten. Das ist die neue Regelung. Herr Staatsminister Wintermeyer drohte schon an, das bedeutet, dass die Landesregierung länger rede. Auch dafür gibt es natürlich Regelungen, die ich Ihnen aber jetzt hier nicht im Einzelnen vortragen möchte. Denn dann wird es noch länger. Aber, meine Damen und Herren, aus aktuellem Anlass möchte ich Sie bitten, zu erlauben, dass ich zu Eingang der Sitzung Herrn Staatsminister Beuth das Wort erteile. Herr Staatsminister Beuth, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Samstag, den 9. Februar 2019, verunfallte eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation Südhessen im Rahmen einer Alarmfahrt ohne Fremdeinwirkung. Die Fahrzeuginsassen, ein 45- und ein 33 Jahre alter Polizeibeamter der Polizeiautobahnstation Südhessen, wurden schwer verletzt, aus dem stark beschädigten Funkwagen gerettet und ins Klinikum Darmstadt gebracht. Während einer der beiden Polizeibeamten nicht lebensgefährlich verletzt wurde, erlag nunmehr sein 33-jähriger Kollege am gestrigen Dienstagabend im Klinikum Darmstadt seinen Unfallverletzungen. Die psychologische Betreuung der Angehörigen wird durch den zentralen polizeipsychologischen Dienst gewährleistet. Zum Ausdruck der Anteilnahme wird Trauerflor an den Einsatzfahrzeugen der hessischen Polizei angeordnet. Wir trauern um den verstorbenen hessischen Polizeibeamten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Dem noch verletzten Kollegen wünschen wir eine baldige Genesung. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Das zeigt einmal mehr die Herausforderungen und Gefahren, die mit diesem Beruf einhergehen. Unsere Gedanken und unsere Wünsche sind bei der Familie und bei den Hinterbliebenen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth, für diese traurige Mitteilung.